Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiße Edition. Ich bin Tokidana89 und ich muss bald aufhören. Ich habe schon so viele Parts jetzt aufgenommen. Also, jetzt geht's los mit der Arena. Na, dreht sich bei dir von der rasenden Fahrt schon alles im Kopf? Gleich werde ich dich, meine geliebten Pokémon, richtig schwindelig machen. Oh mein Gott, Camilla! Die liegt da. Oh, drei Pokémon hat die. Emolga! Und da kommt mein Embol 50, aber er bleibt nicht lange drin. Mauli! Nein! What the fuck war das denn? Hörst du mal auf damit! Scheiße, Mist. Shit. Oh nein, ich habe Beleber vergessen zu kaufen. Nein. So verliere ich leicht. Mist. Ich werde es verhindern, dass du meine Pokémon besiegst. Ich habe vergessen, Beleber zu kaufen. Ich bin so dumm, oder? Ich muss mal gucken, habe ich wirklich vergessen im letzten Part, oder? Mist. Nein, Emolga! Jetzt setze ich Hypertrank ein. Verdammt! Ich setze jetzt nochmal Supertrank ein. Hörst du mal auf? Oh Mann, ich hab vergessen. Ich muss mal gucken. Ich gucke mal, ob ich Beleber gekauft habe. Oh doch! Ich bin so vergesslich. Ha! Und jetzt noch einmal Supertrank, weil ich ja Hypertrank noch habe und ich behalte es. What the fuck? Ich bin Kleister. Stärke! Komm bitte mal ein Volltreff auf Stärke. Mann, das ist ein spannender Kampf. Jetzt nochmal Schlitzer. Hörst du mal auf. Komm, töte es doch. Nicht mich töten, sondern das andere Pokémon. Hallo! Bullet! Stoß! Kann das Pokémon nur eine Attacke? Tot ist das Wiesel. Sorry. Oh, Imbul 28, gut. Leben, was ist Leben berühren? Muss ich mir mal angucken. Ich will nur angucken, was das ist. Greift mit Matsch an und senkt eventuelle Genauigkeit des. Nee. Oder doch, komm, nennen wir das. Ein paar Tage muss ich eh vergessen. Superschall will ich noch behalten. Oh Mann. Noch zwei Pokémon hat sie. Noch ein Emolga. Ich hab Bob. Ihr müsst mal Bob sehen. Er sieht cool aus. Guck, das ist Bob. Seine Weiterentwicklung. Seine zweite Stufe. Und mein Herz rutscht. Oh, Leute. Ich will mein Mauli wiederbeleben. Mann, du bist so gemein. Weißt du das? Ja, ich weiß. Deswegen greife ich auch deine Pokémon an. Ich bin nämlich die Arena-Leiterin. Au. Na, du kannst Bob nichts an. Wieso setze ich Flucht ein? Erkennst du noch diesen Maulwurf hier? Welchen Maulwurf? Diesen hier. Mauli. Oh nein, du hast ihn wieder belebt. Du Schwein. Du hast keine Chance. Stärke. Du nervst. Kann ein Pokémon nur diese eine Attacke? Nein, jetzt kann auch andere Attacken. Und welche zum Beispiel? Sag ich dir nicht.
Na, Aero, stärker nochmal. Aero, was soll ich gerade sagen? Na, was? Oh mein Gott. Na, komm. Hypertrank! Jetzt setzt du mir erstmal einen Hypertrank ein. Das hat Hyper. Blablabla nur genutzt, ha? Nix! Was mit. Stärke! Au, du tust mir weh! Ist das Hyper. Nein. Ha, dein Ermollgeist tot! Nein! Doch. Hahaha! Bob hat nichts bekommen. Das Zypress ist doch eher. Guri! Oh nein! Mist! Ach, ist der Bulle dahin! Ein Vogel-Pokémon, das hat keine Chance gegen Donner! Aber ich tausche es ein jetzt! Gegen Bullet! Guri, komm zurück! Bullet, los! Was? Au. Oh. Es tut mir leid, Bullet, aber du musst leider von uns gehen. Mauli kann es nur voll. Voltwechsel hat es eingesetzt. Es tut mir leid, Bullet. Tut mir leid, verzeih mir. Was ist noch paralysiert? Scheiße. Bob. Bob, du bist dran. Ich hab Zebras gerade gelesen. Na, erkennst du das? Oh, das ist ja auch mein Pokémon. Paraheiler. Nitro Charger. Au. Letztes Pokémon. Was willst du denn noch machen? Nitro Ladung. Oh. Vergessen. Komm, verbrennen. Mann, Mann, ist das ein spannender Kampf. Komm, besieg meinen Bob. Komm schon. Dankeschön. Ja, sorry, Bob. Was soll es sein? Mauli. Unsere letzte Hoffnung liegt jetzt in deinen Händen, Mauli. Schaufler. Mist. Du wirst mich nicht besiegen. Doch, würde ich. Mit Mauli. Komm bitte ein Volltreffer, komm bitte ein Volltreffer, komm bitte ein Volltreffer. Ja! Hasta la vista! Oder wie wir Russen sagen, das wie dann hier. Ah, wir haben gewonnen! Wahnsinn, ich bin hin und weg von dem Kampfstil. Du bist wirklich ein toller Trainer, ich bin beeindruckt. Hier, dann hast du dir, den hast du dir verdient. Der Arena, und wieso rede ich so? Bam. Bam. Pang, voll in die Fresse. Sorry. Ja. Zusammen mit dem Foltorden hast du jetzt 4 Orden. Das heißt, Pokémon bis zu Level 50 hören auf dein Kommando. Ach ja, das hier ist meine erklärte Lieblingsattacke. Probier sie doch mal aus. Voltwechsel, das kann man meinem Bob beibringen, aber das lassen wir mal. Voltwechsel ist echt praktisch. Nachdem es den Gegner angegriffen hat, wird dein Pokémon ausgewechselt. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur mit einem Pokémon kämpfst. Als nächstes geht's wohl nach Maria City. Da gibt es schließlich auch eine Arena. Oh, aber da kommt man ja gar nicht hin. Keine Bange, ich werde dir dafür sorgen, dass deine Reise weitergeht. Weiter auf Route 5 auf mich. Warte auf Route 5 auf mich. Deutsch, gell. Komm, wo ist die Bahn? Ich will mit der Bahn. Bahn, ja, ich fahr mal mit der Bahn herum. Yay, schon wieder. Hui, hui. Und weg. Wir haben's gepackt. Wir haben die Arena-Leiterin besiegt. Oh, das war so ein spannender Kampf. Ich hab's so spannend gemacht. 9 Minuten lang Spannung ohne Ende. Oh, ich wollte Fahrrad fahren. Yay, Fahrrad fahren. Und später kommen dann noch ein paar Parts. Nur ein Part. Ein Part, ja. Ein Part Shaman King, ein Part Pflanzen gegen Zombies, ein Part Pokémon und dann morgen oder übermorgen mal sehen, wann ich Lust habe, wieder neue Parts zu drehen. Dann geht's wieder los mit Pokémon! Mann, das war ein spannender Kampf.
Ich habe noch 5 Pokémon. Ich will ein Drachen-Pokémon endlich haben. Drachen! Ich mag Drachen-Pokémon. Innenbowl ist auf Level 28. Tausche mit... Oh. Okay, jetzt haben wir Bob und Gyri. Noch als 27 Level Pokémon, aber das wird sich ändern. Parafan! Hui! Jetzt geht's weiter hier entlang. Da kann man noch nicht hin, weil... erst nach der Pokémon-Liga kann man dorthin. Ich speichere mal hier sicherheitshalber ab. Ich habe da die Trainer besiegt, da sind auch noch Trainer. Die habe ich besiegt zum Training halt. Sei mir nicht böse. Ich bin doch nur auch ein Mensch. Geht's weiter hier? Ja, hier geht's hin. Ich meine von den... ja. Oh, Sharon! Warte, Tove. Wir haben weiter den Foldorden. Doch wer von uns ist stärker? Mein Sieg wird diese Frage beantworten. Doch komm schon, ich habe die Arenaleiterin gerade besiegt, Sharon. Nein, ich will gegen dich kämpfen. Überleg. Oh, du hast 4 Pokémon. Oh, Kleopatra. Na, wie gefällt dir mein Bob? Sieht gut aus. Kann ich den haben? Austausch gegen Bullet! Wieso setzt du Mogelieb ein? Ich habe nichts eingesetzt. Kein Plan wieso, aber ich setze Armsturz gegen dich ein. Was soll das? Armsturz. Bam. Zweimal getroffen. Aha. Oh Mist. Mist! Walzer! Tanz mit mir den Walzer, Sharon! Mist! Komm! Wer ist das? Ach so, dein Starter-Pokémon. Oh, ich jetzt Walzer in die ganze Zeit. Blöd, Mann. Ha, Starter gegen Starter? Wer wohl gewinnt? Ach so, ich hab noch Walzer, Mist. Ha, Starter. Mein Starter hat gewonnen. Ich bin so cool. Navi, Taub. Ach, ich weiß, was das ist. Deswegen setze ich jetzt auch Bob ein. Ich wollte eigentlich jetzt Schluss machen, aber es ist gerade so spannend gegen Sharon. Funkensprung hat er jetzt erlernt, mein Bob. Und ich hasse dich, Sharon. Komm, Funkensprung. Ha, au. Au, mir weh zu malen. Sharon, du bist so gemein. Au. Haha. Ha, Level 28. Grillmark, oh ja. Ich wollte eigentlich Gyri einsetzen, aber das machen wir dann später. Jetzt kommt mein Imboll! Oh, ich muss mal entspannen. Ha! Yay, ich habe einen Talon. Wieso nur gewinne ich nicht gegen dich? Oh, das ist die Arena-Leiterin. Ihr beiden seid also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig eintreibt und so besser werdet. Los gehen wir. Och nein, ich wollte aufhören, Mann. Camilla. Oh, Camilla, es ist mir eine Freude. Ein Festival, großartig. Das Leben soll ja Spaß machen. Ich habe alle Trainer, die hier sind, auch besiegt. Wer ist das? Das ist Lauro, der Champ der Island, Analregion. Der Champ? Warum verplappert der Champ an einem Ort vor diesem sei seine Zeit? Du bist ja wirklich so streng, wie man sagt, mein Junge. Tag, ich heiße Lauro, ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einal. Und ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern ich bin auf Reisen. Ich will alle Winkel von Anhal kennen, wie meine Westentasche. Ich komme aus Aventia und heiße Sharon. Meine erklärten Ziele ist
Azrael ist als Trainer, ist es... Was ist jetzt? All... mein erklärtes Ziel als Trainer ist es, der neue Champ zu werden. Hust, das werde ich. Sehr gut, das Ziel seiner Reisen zu kennen ist lobenswert. Und was wirst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Gibt es noch... Oh, scheiße, ich hab's nicht gelesen. Ich hab vorgedrückt. Scheiße, Entschuldigung. Der Champ ist der stärkste Trainer von allen, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein? Ist das als Zielsetzung wohl genug? Verstehe mich nicht falsch. Ich will dir nicht widersprechen. Ich will, dass alle Leute von überall her die Pokémon genauso lieben wie ich. Das ist das Ziel, das ich verfolge. Verbring doch etwas Zeit mit deinen beiden hier, dann versteht ihr es vielleicht. Wollt ihr zwei nicht einen Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten? Hä? Hey, ihr zwei, kommt mal zu kurz her. Hä? Alles klar, aber zuerst... Sharon... Und los geht's! Hallo, ich will aufhören! Egal, machen wir mal weiter. Ich kann ja eh ein paar Minuten weitermachen. Terrybug? Oh mein Gott. Scheiß, die waren dann. Ja. Nein, ich setz Bullet ein. Oh shit. Bullet los! Sorry, ich wollte jetzt eigentlich aufhören, aber wenn... Oh, meine Fresse, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich aufhören. Aber gleich haben wir es. Los, Bullet, Armstoß! What the fuck? Nein, nur zwei getroffen. Fuck! Ich habe jetzt gar nichts mehr zu sagen. Und wieso hast du mein Pokémon besiegt? What the fuck geht denn hier ab? Alter! Mauli, du bist an der Reihe. Bin ich jetzt allein? Ah, nee, der setzt seinen Starter ein. Schaufler auf. Das erste Terrybug. Ciao. Ich habe ja mal 20 Minuten lang einen Pokémon-Part aufgenommen, also... Oh, shit. Tschüss. Mist. Maul, ja gut. So, weg. Oh, ich bin jetzt gerade sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist so... ja, ich wollte eigentlich jetzt aufhören, aber machen wir mal weiter. Ich habe die Vorspieler gar nicht besiegt, aber er hat sie bestimmt hergeholt. Ihr zwei habt zwar nicht gewonnen, aber es war ein guter Kampf. Die Pokémon haben sich auch gefreut. Also, mein Junge, es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diese beiden, denen es genügt, einfach nur mit den Pokémon zusammen zu sein. Es gibt so viele verschiedene Antworten, wie es Trainer gibt. Auch wenn unsere Definitionen eines Champs voneinander abweichen, ist es vollkommen in Ordnung. Gehen wir zur Maria-Zugbrücke. Es ist nicht mehr weit. Der Champ ist der stärkste. Eine andere Antwort brauche ich nicht. Gut. Ich speichere jetzt hier. Und wir dann. Leute, Leute, Leute. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Mal von Pokémon Weiß Edition.